Juventus Turin plant einen Rückkauf von Bonucci, Davy Klaassen so gut wie auf dem Weg zu Werder Bremen. Bayern München tauscht eventuell Vidal gegen Martial und Andrea Pirlo will Trainer werden. Herzlich willkommen hier wieder zu den Fußball-News. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, kaum eine Saison beim AC Mailand und Bonucci möchte eigentlich wieder zurück. Und Juventus, ja, die wollen ihn zurück ins Piemont haben und möchten ihn diesen Wunsch erfüllen, wo jetzt Cristiano Ronaldo so eine starke Truppe beigestellt werden soll. Aber die Verhandlungen mit dem AC Mailand scheinen gar nicht so einfach sein. Man hat Higuain den AC Mailand dann geboten und die haben überraschenderweise abgelehnt und wollen ihn nicht. Die wollen als direkten Ersatz Caldara von Juventus haben, als Innenverteidiger direkter Ersatz für Bonucci. Der ist aber für Juventus nicht transferierbar und damit gehen die Verhandlungen eventuell weiter. Es könnte natürlich auch Higuain an Chelsea verkauft werden, um dann etwas Kohle zu haben und dann irgendwie Bonucci noch teurer einzukaufen. Aber das sei mal nur spekuliert und die Verhandlungen gehen somit weiter. Also was passieren wird, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen herausstellen, aber ein Bonucci-Verbleib beim AC Mailand, das bezweifle ich mittlerweile. Der 22-jährige Anthony Martial bricht die US-Tour ab von Manchester United und fliegt Richtung Paris, und zwar nicht zum Verein, sondern zur Geburt seines Sohnes, denn ja, er ist kurzfristig hingeflogen und wollte das auf jeden Fall nicht verpassen. Ist auch irgendwie verständlich natürlich, aber jetzt kommt das heikle Thema. Eine Rückkehr zur US-Tour zu Manchester United ist nicht so wahrscheinlich und er möchte irgendwie einen Wechsel forcieren. Lange hat man irgendwie drum spekuliert, dass er nicht glücklich ist und Manchester United mit ihm nicht glücklich sind. Und jetzt gehen die Gerüchte weiter. Der erste Abnehmer wäre Bayern München. Aber die Ablöse für ihn wäre gar nicht so billig, das ist das Problem. Eine Option gibt es hier, und zwar Arturo Vidal. Manchester United wäre an ihm interessiert und Bayern wäre bereit, ihn im Tausch abzugeben, um diese Ablöse eben ein bisschen zu senken. Ja, das wäre eine Option. Manchester United würde Arturo Vidal sicherlich herzlich annehmen, denn im Mittelfeld besteht immer noch Bedarf bei Manchester United und Arturo Vidal wäre sicherlich eine Bereicherung für jede Mannschaft. Ob er jetzt wirklich zurück zur US-Tour, also zurückfliegt, oder ob er direkt von den Münchnern aus vorgestellt wird, das ist jetzt mal Spekulationssache. Ich bin aber gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Ich denke, es wäre gar nicht so schlecht, Martial abzugeben, Arturo Vidal anzunehmen und die Münchner stellen ihn vor und zahlen irgendwie etwas obendrauf. Denn Franck Ribéry ist ja mittlerweile richtig alt und da würde Martial perfekt eigentlich auf die Position passen. Also ich bin gespannt, was da am Ende herauskommt. Laut dem Liverpool Echo stellt Everton Davy Klaassen frei, um in Richtung Werder Bremen zu fliegen und dort die Verhandlungen zu starten. Ja, das berichtet der Liverpool Echo. Und dieses Gerücht, das hat sich in den letzten Tagen ein bisschen angebahnt und jetzt scheint es wahr zu werden. Die Bild, die berichtet sogar, dass der Typ sich für den Bundesligisten entschieden hat. Ja, Werder Bremen muss jetzt natürlich einen guten Ersatz für Thomas Delaney finden, denn der wechselte ja zum BVB ganz früh in der Transferphase und die Lücke ist jetzt auf jeden Fall da groß dagelassen, denn der Typ war einfach ein super, super Mittelfeldspieler und jetzt sucht man nach einem Ersatz. Mit Davy Klaassen scheint man sich fast einig zu sein. Also es kann schon sogar sein, dass man ihn in den nächsten Tagen oder heute sogar schon vorstellt. Also ich bin echt froh, dass so ein Typ in die Bundesliga kommt. Das nächste Thema, der FC Barcelona. Und da hat man ja richtig gut eingekauft eigentlich. Lenglet, Arthur und der umstrittene Transfer mit Malcolm. Eigentlich drei gute Spieler, aber Ernesto Valverde, der Coach der Katalanen, der hat jetzt nochmal irgendwie einen Transfer, will er noch auf jeden Fall haben in dieser Transferphase. Und er ist wirklich richtig heiß auf entweder Adrien Rabiot oder Alexandre Dion von Ajax Amsterdam. Bei Adrien Rabiot, da läuft sein Vertrag aus und man versucht natürlich sein Glück. Aber wie ich schon bereits gesagt habe, ich glaube nicht, dass Paris Saint-Germain oder Thomas Tuchel so einen Spieler gehen lässt. Denn er ist ein wichtiger Mittelfeldspieler und der Junge ist wahrscheinlich die Zukunft Mittelfelds von Frankreich. Also sehr schwer bei Adrien Rabiot. Bei De Jong, da ist natürlich ein großer Sprung von Ajax Richtung Barcelona. Allerdings erwartet man ihn eh schon in der nächsten Saison, also 2019, bei Barca.
Und so ein früher Transfer, das wäre jetzt sowas ähnliches wie Pavard. Die dritte Alternative wäre Parejo von Valencia. Und der ist auf jeden Fall, der Ernesto Valverde ist auf jeden Fall ein großer Fan von Parejo und würde ihn auch gerne in Barcelona sehen wollen. 50 Millionen Euro Ablöse wollen die ihn aber nicht zahlen, sondern gehen in die Verhandlungen rein. Und die würde ich auch nicht zahlen. Denn er ist gegen Ende 20 und Anfang 30. Und ja, so viel Geld für so ein Spiel abzugeben, ist natürlich nicht sinnvoll. Und von daher in die Verhandlungen zu gehen, gar nicht so dumm. Denn mit Iniesta und mit Paulinho, die gegangen sind, entstanden natürlich große Lücken und die muss man jetzt irgendwie füllen. Und das wird wahrscheinlich eine große Schwäche Barcelonas in den nächsten ein, zwei Jahren sein, diese Lücken richtig zu füllen. Aber ich will nichts sagen, ich will nicht spekulieren. Schauen wir uns die Spiele an und lassen uns da überraschen. Große Freude für italienische Fans, denn Andrea Pirlo, der möchte jetzt offiziell Trainer werden. Und einen guten Schritt macht er, denn der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini nimmt ihn als Co-Trainer auf. Die Gazzetta dello Sport freut sich auch schon, wenn es bekannt gemacht wird. Ja, für Andrea Pirlo, das wäre jetzt natürlich ein großer Schritt in Richtung Trainerkarriere. Er machte 116 Länderspiele wie die Italiener und schoss dabei 13 Tore. Und dass er ein Riesenmann mit einem Riesenköpfchen ist, das weiß natürlich jeder. Also ich denke mal, das ist ein guter Schritt für ihn und freue mich schon, wenn er in Zukunft mal seinen ersten Verein dann auch übernehmen wird und eventuell eine riesen Trainerkarriere vor sich hat. Also da bin ich echt mal gespannt. Und mein Clip des Tages kommt heute von SSC Neapel. Und wenn du denkst, ein Innenverteidiger, der hat nichts am Ball drauf, dann hast du dich geirrt. Bei Koulibaly, der Junge, hat wirklich ein trickreiches Füßchen und mit Parabona schießt er ein Tor. Also Hut ab. Ich kenne nicht so viele Innenverteidiger, die so ein Tor schießen könnten. Ja, super, super, super. Und damit bedanke ich mich wieder bei euch fürs Einschalten hier auf diesem Channel. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und für die neuen Zuschauer bedanke ich mich auch fürs Einschalten und fürs Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den Fußball News. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao.